Heute ist ja bekanntlich Valentinstag, der Tag für Verliebte, und das große Thema Liebe hat sich das Kabarettistenpaar Gabriele Benesch und Erich Fuhrer hergenommen und ein Kabarettprogramm zusammengestellt. Von den ersten Liebesgefühlen bis zum langjährigen Ehealltag wird von ihnen alles durchleuchtet. Nehmen Sie nur das älteste Buch zur Hand, die Bibel. Die Idee ist entstanden, etwas Lustiges über die Liebe auf die Bühne zu bringen. Etwas, was Spaß macht, etwas, was ein bisschen zum Nachdenken bringt, aber wo man sich vor allem wiedererkennt. Wie kommen denn die Männer dazu, dass aus ihren Rippen fremde Leute hergestellt werden? Die Liebe ist sehr lustig und lustvoll natürlich auch. Da gibt es noch Leidenschaft, ich fange mit L an. Heute noch muss ich immer lachen, wenn ich höre, dass eine Frau sagt, der Mann läuft mir nach. Das ist doch nicht wahr. Der will doch nur die gestohlene Rippe wieder haben. Um über gewisse Missverständnisse, Hoppalas und den ganz verrückten, lustigen Ehealltag und Beziehungsalltag auch lachen zu können. Das war die Motivation, so einen Abend zusammenzustellen. In der Komödie am Quai hatte das Kabarett All You Need Is Love Premiere. Ein Programm über das Thema Nummer 1, bei dem jeder mitreden kann. Gabriela Benesch und Erich Fuhrer zeichnen humorvoll die vielen Wege von Beziehungen und lassen erahnen, wie viel Mut, Kraft, Bemühen und Liebe es braucht, um miteinander glücklich zu sein. Übrigens wundert auch eins mich noch sehr. Spüren denn die Leute, die verlobt sind, nichts mehr? Sie ist verrückt, sie ist wild, sie ist unglaublich, die Liebe. Sie ist das Größte, das Großartigste, das Tollste. So täglich die künftige Gatte zu sehen, muss eigentlich sehr auf die Nerven gehen. Und mit ein bisschen Abstand betrachtet, habe ich das Gefühl, kann man über die Liebe lachen. Also auch wenn sie mal schief geht. Aber nicht, wenn man drinnen steckt. Aber wenn man Abstand dazu gewonnen hat, finde ich sie dann sehr lustig. Du findest also gar nicht so toll, was ich anhabe? Doch, aber dir scheint es ja nicht zu gefallen. Mir? Es ist das Schönste, was ich habe. Wenn ein Mann zu einer Frau sagt, der Rock steht dir nicht, dann ist die Frau sofort beleidigt und sagt, du findest mich zu dick? Also sie projiziert das sofort persönlich. Es ist ja so völlig wurscht, was ich anhabe. All you need is love, all you get is headache and love. Im besten Fall. Heute am Abend bekommen wir viel Liebe und Liebe ist alles, ja. Was sollten sonst noch sein? Nein. Darum geht es eben nicht. Es geht um die Frage, warum Frauen am Kern einer Sache grundsätzlich vorbeidiskutieren.